Hi zusammen. In diesem Video bekommt ihr ein Ask Me Anything mit Julian von Synergy of Sarah. Heiler hat das Ganze geleitet und ich habe mich für das Video rausgenommen, um im Hintergrund die Aufnahme zu machen und es in Kapitel zu unterteilen. Eigentlich wollte ich noch ein Transkript erstellen und in verschiedene Sprachen übersetzen, schaffe es aber zeitlich nicht und deshalb gibt es dieses nur in der deutschen Version ohne Untertitel. Beim nächsten AMA wird es dann international. Ihr bekommt das Ganze uncut, im Hintergrund läuft zwar der Action-Blockbuster, wie ich Alpha-Fame sammle, aber am besten hört ihr es euch an wie einen Podcast. Viel Spaß und danke an Julian für deine Zeit. So, also erstmal herzlich willkommen, liebe Leute. Und herzlich willkommen, Julian und alle, wo da sind. Ich würde mal sagen, wir fangen hier mit unserem Arme an über Synergy of Sarah. Und da darfst du gerade mal das Wort direkt eröffnen, Julian. Sag uns doch bitte mal, wer bist du denn und was ist Synergy of Sarah? Ja, hi. Danke auf jeden Fall fürs Interesse und cool, dass ihr da seid. Ja, ich fange vielleicht mal bei einem ganz abstrakten Niveau einfach an und dann könnt ihr spezifische Fragen stellen. Also ja, ich bin Julian. Ich sag mal, wir sind bei uns jetzt nicht so die krassen Freunde von irgendwelchen Titeln. Ich kann mal sagen, dass ich jetzt im Projekt hauptsächlich für die für den Bereich Blockchain und Smart Contracts verantwortlich bin, beziehungsweise da einfach meine Stärken liegen. Ansonsten auch letztendlich das Game Design, also das Konzept des Spiels, die Spielmechaniken. Das ist das, wo ich hauptsächlich dran mitentwickle, jetzt mal abgesehen von vielleicht Community Management und Organisation und so weiter. Ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich habe halt Informatik bis zum durch den Master halt durchstudiert, habe also einen technischen Hintergrund auch und beschäftige mich jetzt mit dem Blockchain-Thema so seit 2017. Fire ist einfach ultra krass und so speziell auch aus meiner Jugendzeit tatsächlich auch so Gaming-Hintergrund, dazu vielleicht später mehr, aber 100% Blockchain, 100% Gaming ist voll mein Ding halt, begeistert mich sehr. Und das hat auch dazu geführt, dass wir uns jetzt eben dazu entschieden haben, Synergy of Sarah zu bauen und haben halt geguckt, okay, was waren so die Sachen, die wir bei Kartenspielen früher immer sehr geil fanden, weil ich auch tatsächlich viel, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt, gespielt, gehandelt, alles mit drin halt, auch in meiner Jugend halt hatte und wir jetzt irgendwie gucken wollten, okay, es ist ein geiler Space, ein Kartenspiel, so von der technischen Umsetzung ist jetzt halt auch nicht zu aufwendig, ist irgendwie ein geiler Entry Point halt in diesem Bereich und was kann man in dem Bereich halt eigentlich machen, so, und dann war von vornherein halt der Anspruch, okay, lass jetzt irgendwas Innovatives irgendwie entwickeln, was nicht einfach nur, okay, wir machen jetzt irgendwie Kartenspiel XY und sagen einfach plus Blockchain und das kann man irgendwie nur geil vermarkten und go halt. Also unser Anspruch ist da schon echt auch irgendwas Sinnvolles, Kreatives, Innovatives halt zu entwickeln und deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, quasi ein neues Genre zu branden, was wir eben Deckbuilding Trading Card Game nennen. Das ist also im Prinzip wirklich ein Mix aus diesen beiden Genres, halt Deckbuilder und Trading Card Games und ich weiß nicht, ob das schon direkt der nächste Einstieg ist, aber auf jeden Fall, die meisten kennen sich jetzt nicht so gut mit Deckbildern aus, weil es die zum größten Teil auch wirklich nur im physischen Bereich gibt, mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber bei uns immer so Stichwort Dominion, ist halt auch ein Spiel, was ich schon seit fast 10 Jahren halt auch irgendwie sehr feier und wir haben uns einfach ein bisschen inspirieren lassen, wie man das nicht so geil verbinden kann und dadurch halt gewisse Nachteile, die wir so bei Kartenspielen halt einfach momentan sehen, irgendwie ausmerzen kann und das den ganzen Kartenspielbereich vielleicht so ein bisschen disrupten, ein bisschen spannender mal wieder gestalten, irgendwas Neues halt kreieren und nicht immer wieder das Gleiche und nur ein neues Theme irgendwie draufgepackt oder so, ohne jetzt irgendwelche Projekte schlecht zu sehen. Es gibt super geile, gute Kartenspiele, aber wir wollten halt auch gucken, dass wenn wir was entwickeln, das auch wirklich eine Alternative halt wird, die wirklich auch anders halt ist. Also so vielleicht die ganz abstrakte View, aus welcher Richtung wir so gekommen sind.
Und wie seid ihr grundlegend, sagen wir mal, auf die Idee von Serra gekommen? Also warum zum Beispiel Synergy und warum Serra? ja, es ist eine gute Frage. Der Prozess ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ganz wichtig war natürlich, dass wir hinterher beim Namen cooles Kürzel halt haben. Also ja, SOS war irgendwie gut. Und also wir haben tatsächlich, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnern kann, so ein bisschen angefangen bei diesem Term Synergy, weil das im Prinzip auch eins der Konzepte halt stark widerspiegeln soll. Also uns ist es halt einfach wichtig, dass das Spiel nicht schwer zu lernen ist, aber die Komplexität, die Tiefe halt sehr, ja, dass das Spiel einfach sehr tief ist in der Komplexität. Und unser Ansatz war halt zu sagen, hey, wenn man eine große Möglichkeit an Kombinationen halt hat, dann wird es halt natürlich super komplex. Und genau, daher so ein bisschen der Begriff Synergy, wo wir denken halt, okay, man muss halt wirklich Synergien entwickeln zwischen verschiedenen Karten, zwischen verschiedenen Strategien, auch zwischen verschiedenen Fraktionen. Und dann, wenn man eine extrem gute Synergie halt erreicht, über alles sozusagen, hat man halt die Chance, der beste Spieler zu werden. So, das war, glaube ich, so ein bisschen der Anfangspunkt, wo wir halt angefangen haben. Und das Zweite, was wir wussten, war, okay, wir wollen auf jeden Fall ein eigenes Universum schaffen und das Ganze wird halt auch ja, eine eigene Lore halt haben, eine eigene Geschichte dahinter und letztendlich wird das Ganze irgendwo auf einem fernen Planeten passieren und es wird halt, ne, wie gesagt, auch überhaupt eine Geschichte geben, warum jetzt überhaupt dieser Kampf in diesem Kartenspiel sozusagen stattfinden muss. Und da haben wir ja gesagt, okay, wir wollen jetzt einen coolen Namen haben, der letztendlich ja, zu Synergy irgendwie passt, dass sich einfach gut anhört. Es ging ja viel halt um Hören halt tatsächlich nur das. Aber es war so klar, okay, wir wollen also dieses, ja, drei Worte haben, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, World of Warcraft, das hört sich ja einfach geil an, ne? Und bei uns war es halt so, okay, Synergy of Serra. Und letztendlich halt, wie gesagt, Synergy von dem Kartenspielaspekt und Serra ist einfach letztendlich ja wie der Planet, wie das Universum halt heißt, wo das Ganze stattfindet. Und ich glaube, viel mehr ist da auch gar nicht hinter. Das sagt schon, das ist eine bündige, gute Erklärung. Also, finde ich super. Tipptopp. Also, hat jemand spontan direkt eine Frage? Das Schweigendilemma. Doch, ich hätte eine Frage. Gut, dann leg los. Die Frage ist direkt, ist es jetzt so richtig, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr geht nach dem gleichen Prinzip wie viele andere Spiele, easy to learn, hard to master? Also wird man am Anfang wirklich zur Hand genommen und dann schrittweise sozusagen weiter ins Universum eingeführt, sodass es einfach auch wirklich eine extrem tiefe Lore geben wird? Also genau, easy to learn, hard to master, 100%. Also von den Mechaniken her lässt es sich an sich relativ schnell lernen, jetzt mal auch irgendwie unabhängig von einem Tutorial oder so. Ich meine, momentan, wir sind ja noch in einem Early Stage, aber wir haben letztendlich digitalen Prototypen, mit denen wir schon spielen und testen. Und jetzt gerade bei Leuten, die das Spiel halt neu lernen, hat man eigentlich gemerkt, dass man so innerhalb von wirklich ein bis zwei Spielen, glaube ich, alles verstanden hat, wie es funktioniert. So, in groben, in Core Mechanics halt so. Und aufgrund der Möglichkeiten, die halt entstehen können, ich muss dann natürlich mehr zum Spiel halt nochmal sagen, weil wir haben ja auch noch nicht so ganz viele Informationen zu den Core-Spielmechaniken halt rausgegeben. Aber ist es halt letztendlich so, dass man halt wahnsinnige, einfach eigentlich unendlich viele Möglichkeiten hat, halt so ein Spiel zu gestalten. Ich behaupte einfach immer wirklich straight, okay, jedes Spiel wird sich von jedem anderen Spiel halt unterscheiden, weil der Möglichkeitsraum einfach wirklich fast unendlich ist. Und das macht es natürlich sehr anspruchsvoll für den Spieler. Und das ist auf jeden Fall damit das Ziel. Damit halt, dadurch, dass es so viele Möglichkeiten letztendlich halt gibt, auch irgendwie diese Komplexität und Challenge auch irgendwie zu erreichen. Also so ein bisschen wie wenn man, weiß ich nicht, beim Schach ist es ja auch so, man kann es relativ schnell erklären. Du hast aber, ja, nicht unendlich, aber sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und das macht es halt einfach schwierig, das Spiel wirklich halt zu meistern. Und so ein bisschen in die Richtung wird es bei uns halt auch gehen.
Okay, Dankeschön. Klingt so ein bisschen wie, ich habe mal Schwertkampf gemacht, das ist eine traditionelle Art, die heißt Bochan. Da gibt es gerade mal 8 Techniken, also 8 Schlagtechniken. Die hat man innerhalb einer halben Stunde drauf, aber das wirklich zu meistern, erst recht im Kampf anzuwenden, das dauert Jahrhunderte. Also wirklich. Hat noch jemand gerade eine Frage? Ja, weil... Ja, jo. Vielleicht dazu noch, das ist ja zum Beispiel auch unser Anspruch halt, wo wir gemerkt haben, okay, das ist ja wie gesagt zurück zum Anfang halt, wo ich sage, wir wollen jetzt nicht irgendwie ein Spiel machen, sondern auch ein Spiel, was wirklich halt Meaning hat. Und auch von unserer Perspektive, das mag subjektiv sein, aber es ist eher so, viele Spiele, ja, sind stark dieses Grinding einfach. Ne? Du hast dein Deck, du hast deine Strategie und dann spielst du einfach, keine Ahnung, Wochenende schön, morgens bis abends spielst du das halt durch, mal gewinnst du, mal verlierst du. Und das war's halt. Und da wollten wir halt ein bisschen raus und sagen, hey, du... Deshalb sind wir halt auch ein Deckbilder, wo wir sagen, die Strategie ist nicht von vornherein halt festgelegt. Also jetzt bei den anderen Kartenspielen, die es so gibt, ist es ja immer, okay, du baust halt dein Deck, bevor du in das Spiel gehst, also pre-constructed, und weißt eigentlich schon, okay, ich spiele jetzt irgendwie so ein Charge-Deck, was sehr schnell ist, und mit der Strategie gehst du dann halt rein und fast egal, was dein Gegner macht halt, haust du die Strategie einfach raus und entweder die funktioniert, du gewinnst, die funktioniert nicht, du verlierst, so fertig. Du gehst auch relativ wenig halt auf deinen Gegner eigentlich ein, weil du hast ja deine Strategie festgelegt, du hast deine Karten ja mitgebracht, du kannst da nicht mehr viel dran ändern halt. Und stattdessen sagen wir, hey, wir wollen höhere Komplexität in den Möglichkeiten und dadurch wird jedes Game halt anders ausfallen. Du kannst ja eigentlich, ist unsere Behauptung, vorher nicht wirklich überlegen, wie das Spiel halt aussehen soll, weil du eben erst in dem Spiel selber dein ganzes Deck halt zusammenstellst. Und das ist eben dieser Deckbuilding-Aspekt halt, den finden wir super geil und wollten den eben so reinbringen. Und ja, es sieht halt immer so aus, dass du in jedem Zug entscheiden musst, ja, kaufe ich jetzt zum Beispiel Karten, die irgendwie für meine Strategie, die ich eventuell bauen will, über die Züge kaufe. Kaufe ich lieber neue Karten in mein Deck rein, die gegen die Strategie, die mein Gegner anscheinend bauen möchte, halt fährt, weil du siehst ja auch, was der Gegner halt kauft die ganze Zeit. Das heißt, du kannst dir schon irgendwie überlegen, wo er vielleicht gerade drauf hinbaut. Und du hast immer wieder diese Entscheidung, wo du dich halt grundlegend entscheiden musst, wie deine Strategie überhaupt halt aussehen soll, die auch im Spiel sich halt weiterentwickeln kann oder sich ändern kann. Und du hast es halt nicht schon entschieden, bevor du überhaupt deinen Gegner kennst, sozusagen. Und das ist so ein Aspekt, den wir super cool finden und denken, dass es mal was Neues ist, weil du eben nicht dieses Grinding halt hast. Also das wollen wir halt möglichst vermeiden, dass man einfach die ganze Zeit nur am Grinden ist, sondern dass man wirklich spielt, weil man wirklich Bock auf dieses Spiel halt hat, weil das Spiel an sich einfach Spaß macht und man neue Entscheidungen halt treffen muss und ja, neue Strategien halt sehr viel ausprobiert auf jeden Fall auch. Definitiv. Also das richtig tiefgründige Strategie, wo da rankommt. Richtig schön. So, ich hätte noch mal 2, 3 Fragen. Du hast jetzt gerade schon 2, 3 Themen tatsächlich angerissen, die mich auch sehr stark interessieren. Zu dem Thema, ich habe schon rausgehört, verschiedene Völker, anderer Planet und KKG. Wie viele Völker sind angedacht? Wie viele gibt es völkerspezifische Mechaniken? Und die Frage ist, der Umfang von den Karten pro Volk, ist das schon festgelegt? Oder für den Release, für den ersten, oder... Wie sind die Pläne tatsächlich dahin? Also grundlegend, wie gesagt, aufgrund des Status gerade, egal alles, was ich sage, ist alles unter Vorbehalt. Natürlich kann sich eventuell noch ändern, weil wir da auch noch sehr viel ausprobieren. Wir haben es gerade so geplant, dass wir gerne eben 3 Fraktionen haben wollen, die auch dann for free zur Verfügung stehen, eben in einem Base-Set. Das sind die Cyborgs, die Natives. Und dann kommt mit dem Transcendent-Set kommt halt noch die 4. Fraktion halt rein, die Transcendent eben. Und dann haben wir noch 2 weitere Fraktionen, weil auf Serra, ja, leben letztendlich halt 6 Fraktionen. Und die werden mit entsprechenden Erweiterungen auch noch hinzugefügt werden. Die werden sehr wahrscheinlich... halten uns aber natürlich auch auf neuen Erweiterungen dann auch nochmal Karten für die anderen Fraktionen halt letztendlich mit reinbringen. Also zum Beispiel ist es so, dass in den Transcendenz-Sets ja auch Karten für die Cyborgs und für die Natives halt mit drin sind. Ja, einfach auch, um da wieder ein bisschen so das Gameplay aufzulockern oder es zu erweitern, um es ja im Zweifel auch wieder spannender zu machen, falls da irgendwas ist.
Genau, und jede Fraktion hat schon so seinen eigenen Schwerpunkt und wird wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Strategie dann gespielt. Jetzt mal ganz beispielhaft, die Mechs, das sind so, ja, im Prinzip eigentlich wirklich Robotermaschinen. Ja, also ich meine, Serra ist alles sehr weit entwickelt, aber aus der Story ist es halt so, dass ja eben tausende von Jahren eigentlich kein Krieg mehr halt geführt wurde auch und die Bevölkerung gar nicht weiß, wie man Krieg führen soll und jetzt halt diese Nachricht halt bekommen haben, okay, eventuell wird unser Planet halt von irgendwelchen Aliens halt zerstört und wir müssen jetzt halt anfangen zu lernen, wie wir halt Krieg führen. Das ist ja so ein bisschen die Hintergrundstory von Serra und deshalb wird jetzt auch eben der eine Champion gesucht, der halt in der Lage ist, diesen Krieg dann zu führen, wenn er letztendlich entsteht. Und es gibt halt diese Mechs, was einfach nur so, ja, keine Ahnung, das sind Maschinen, die irgendwie im Bergbau eingesetzt werden, um irgendwelche Mineralien halt abzubauen oder irgendwelche Felder zu betreiben und so weiter. Das sind eigentlich so die Mechs, das sind eigentlich nur so Maschinen halt. Und die sind zum Beispiel von der Charakteristik eher so, kann ich schon fast sagen, eher so dieses Meat Shield halt, ne? Die haben alle sehr viel, sehr viele Lebenspunkte, die halten sehr viel aus, die sind sehr, ja, vielleicht schon fast passiv, die, ja, kann man zum Beispiel solche Schutzeffekte wie jetzt Taunt, dass du die halt erst angreifen musst, bevor du auf andere Einheiten irgendwie dich konzentrieren kannst, das ist so deren Kernspezialität. Um vielleicht auch noch ein bisschen weiter reinzugehen, beim Spiel ist es ja so, wir haben drei Kartentypen, die Units, Attachments und Powerkarten. Und dann ist bei den Mechs zum Beispiel so, dass die sehr viele Slots immer zur Verfügung haben. Das heißt zum Beispiel die Mech-Units, da kann man sehr viele Attachments halt reinbauen. Also da kann man halt richtig schön upgraden und sowas. Das ist dann so die Spezialität halt dieser Fraktion. Hingegen sind die Natives eher so die super Offensiven halt. Ne? Die haben sehr viel Angriff, weniger Leben. Die haben viele Attribute wie ja, Charge-Effekte, dass die halt direkt angreifen können, wenn man sie aufs Board legt. Und auch viele Synergien halt letztendlich halt in diese Richtung. Uns ist aber ganz wichtig, dass der kreative Freiraum des Spielers halt auch unendlich groß bleibt möglichst. Das heißt, wir kann sich auch natürlich alles ändern, aber im Prinzip wollen wir nicht beschränken, wie jetzt eine gewisse Fraktion halt gespielt wird oder dass überhaupt zum Beispiel nur eine Fraktion halt gespielt wird. Man kann das halt dann auch beliebig kombinieren. Und da ist dann so, dass man ja, vielleicht zum Beispiel sagt, hey, ich spiele Mechs und Natives, um zum Beispiel mit diesen fetten Maschinen halt meine aggressiven Natives halt zu schützen und das dann irgendwie zum Beispiel zu einer Taktik halt zu bauen. Oder ja, wenn es der Typ ist und sagt so, ja, ist mir egal, ich will einfach hohes Risiko und ich will jetzt einfach nur Natives spielen und super aggressiv, ist es halt auch irgendwie möglich. Also da ist sehr viel Freiheit, das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt. Und dazu kann man mal sagen, also wir haben eine Spielmechanik, das haben wir jetzt erstmal einfach nur Faction Points betitelt. Man kann halt, umso mehr Karten man von einer bestimmten Fraktion halt spielt, beziehungsweise halt auch gerade auf dem Spielbrett hat, kann man eben so Faction Points sammeln und damit dann aber auch alle Einheiten und Karten dieser speziellen Fraktion halt verstärken. Also man kann sich zum Beispiel auch nur auf eine Fraktion halt einlassen. Die Idee und die Richtung, die es glaube ich auch hat, ist aber, dass man schon darauf angewiesen ist, halt auch andere Fraktionen halt mit rein zu kombinieren. So viel dazu. Vielleicht nochmal, um das jetzt ein bisschen zu erklären, weil wie gesagt, wir haben noch nicht so viele Informationen ja auch freigegeben. Vom Spielstil her kann man sich schon ähnlich vorstellen wie jetzt zum Beispiel Hearthstone, wo du halt sagst, okay, du hast halt, ne, ich sag mal, einen Kampfbereich, wo du dann letztendlich deine Units halt spawnen kannst. Und ja, du hast eben auch dieses klassische Prinzip von Angriff und Verteidigung und hast dann deinen Avatar, den du sozusagen besiegen musst, um das Spiel halt zu beenden. Und, ja, hast da schon sehr viele vertraute klassische Mechaniken, wo du halt ja mit den Units, die anderen Units halt angreifen kannst. Und ja, anders wie zum Beispiel bei Magic werden dann auch die Lebenspunkte quasi sozusagen abgezogen, auch beibehalten. Das ist, glaube ich, dann schon mal für viele Spieler sehr vertraut. Das ist, was es so grundlegend anders macht, sind wirklich dann die Deckbuilding-Mechaniken, die halt, ja, was eigentlich die Core-Mechanik halt in unserem Spiel ist, die halt stark überwiegt. Und dann diesen Faktor, dass man ja diese Attachment-Karten hat, die man eben ja in diese Units einbauen kann und somit auch wieder Synergie halt
eigentlich eine Unit komplett customizen kann. Also kann ich zum Beispiel in eine Mech-Unit kann ich ein Cyborg und ein Native Attachment reinpacken und hat dann irgendwie so eine Hybrideinheit sozusagen und kann zum Beispiel was Aggressives oder was Passives oder drei aggressive Attachments sozusagen reinbauen und so ein bisschen ja dieses Faction-Modell halt brechen und so den eigenen Spielstil halt entwickeln. Es ist vielleicht ein bisschen weit ausgeschweift, aber so auf dieses Thema glaube ich ganz zutreffend. Ja, recht gut, das ist super so. Ich finde es auch super, wie es harmonisiert. Sorry. Alles gut, Entschuldigung, mein Fehler, ich hätte dich ausreden lassen sollen. Ich finde es super, dass du so ausschweifend da bist, weil das erklärt mir einfach, weil das ist gerade momentan, weil es gerade so wenige Informationen aktuell noch gibt, bin ich da momentan auch skeptisch, deswegen habe ich mir noch keine Packs geholt. Und gerade so mit dieser Konversation, wie die gerade entsteht, finde ich das gerade super, das überzeugt mich gerade ein bisschen, weil es für mich hört sich das halt schon an, die Mechaniktiefe, die ist mir halt unheimlich wichtig. Ich bin auch ein Sammelkartenkind seit frühester Geschichte und von Magic bis zu Pokémon war alles dabei. Deswegen finde ich es sehr interessant. Ich finde den Ansatz sehr interessant. Ich bin schwer gespannt. Die Fragen werden noch folgen. Ja, jederzeit immer gerne. Deshalb ist es ja cool, dass wir dieses AMA halt haben, weil es manchmal dann doch ein bisschen einfacher ist, darüber zu reden, weil jetzt hier so 5 Minuten Informationsgehagel als Textform irgendwie und dann kann man es noch missverstehen und gegenfragen, das ist auch schwierig. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran, auch mehr zu teilen. Es ist aber gerade auch dieser Zustand, wo wir noch viel rumprobieren und man merkt auch einfach eigentlich, umso mehr Informationen man verbreitet, desto mehr Fragen kommen eigentlich nur zurück. Davor wollen wir uns auch noch ein bisschen schützen, aber wir sind immer für alle Fragen offen und auch super transparent und es ist halt ein Prozess und wie gesagt, ist ja klar, wenn manche Sachen halt nicht funktionieren, wie man sich das vorstellt, dann ändert man da halt auch was. Aber ja, das ist auf jeden Fall das, was wir wollen. Halt transparent sein und wirklich meaningful Game-Mechaniken halt haben, die wirklich Sinn machen und auch begründet sind. Und deshalb, ja, immer geil, wenn man dazu mehr Fragen auch kriegt. Definitiv. Aber Fragen enden nie. Ich finde es mega schön, wie das Spiel an sich, wie das jetzt sich anhört, mit der Lore sozusagen verschmilzt. Also sozusagen, dass sie jetzt den Champion, wie du gesagt hast, finden möchten und dass du dann das Deck quasi aus allem Verfügbaren, was auf dem Planeten überhaupt ist, baust, um eben den Besten zu finden. Und es klingt mega harmonisch. Und da würde ich gerne mal jetzt eine Frage rausnehmen aus dem Skript, dass wir jetzt die Tage schon die Fragen drin hatten. Leider von der Person, die gerade gegangen ist. Und die wäre, wie lange wird denn eigentlich so ein Spiel 1 gegen 1 andauern? Ja, ist eine gute Frage. Also, ich denke mal, es kommt immer drauf an, aber bisher haben wir angepeilt, ich sag mal, im Schnitt vielleicht so auf 15 Minuten zu kommen. Ist natürlich auch was man noch viel ausprobieren muss. Wenn es jetzt zu lang oder zu kurz anfühlt, muss man das vielleicht anpassen. Aber ja, wir haben, ich meine, es ist halt ein Deckbilder, das heißt, jeden Zug vergrößerst du halt dein Deck, was schon dafür spricht, dass es ein bisschen länger sein sollte, als jetzt vielleicht nur wirklich so ein super casual Game, was vielleicht nur so 5 bis 7 Minuten halt geht. Weil du willst ja auch über eine gewisse Zeit dann erstmal ein geiles Deck halt bauen und eher so auf diese Endstrategie vielleicht zusteuern. Und gleichzeitig hat man aber dieses Jahr, okay, wenn es dann eher so gegen eine halbe Stunde oder länger geht, dann wird es vielleicht auch ein bisschen zu anstrengend oder man muss sich dann ja auch irgendwie letztendlich immer diese Zeit halt reservieren, was so ein bisschen doof ist. Also versuchen wir so ein bisschen den Sweet Spot halt zu treffen. Aber ja, wir versuchen es halt so zu gestalten, dass es vielleicht so in der 10 bis 20 Minuten Range halt landet. Und es funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also wir hatten ja schon unterschiedliche Versionen auch, wo wir mit verschiedenen Parametern und auch verschiedenen Mechaniken nochmal viel rumgespielt haben. Und am Anfang war es halt auch so, okay, da hat man einfach mal 50 Minuten halt gespielt und man hat da ja schon so Stellschrauben, ohne jetzt großartig das Spiel zu verändern, die das dann trotzdem beschleunigen können. Ich meine, wenn es wirklich so lange geht, ganz easy, kannst du immer sagen, okay, der Avatar hat jetzt irgendwie dann nur noch halb so viel Leben, schon geht schneller halt oder so, dann ist ja klar. Aber ja, das peilen wir auf jeden Fall an und wir werden dann so die Stellschrauben drehen, dass wir halt ungefähr in die Range reinkommen. Also wenn jetzt nicht irgendwas Überraschendes passiert. Stick nice. Ja, das war eine echt angenehme Zeit. Darf ich nochmal eine Frage einwerfen? Ja, mach. Super, zwei Fragen, um ehrlich zu sein. Turniersystem geplant und wird es einen Draft-Timer geben, falls Leute wieder solche Sachen wieder in extrem in die Länge ziehen? Wie gerade eben schon die Problematik angesprochen.
Ja, also was das Turnier angeht, das ist ja auch so ein bisschen in der Lore drin, das ganze Spiel wird letztendlich ein großes Turnier halt sein, weil das ist auch der Theme. Ja, es gibt halt dieses große Turnier und wer dieses Turnier halt gewinnt, der ist dann letztendlich derjenige, der ja alle Völker vereinen soll und eben in diesen Kampf dann halt oder in diesen Krieg halt schicken wird, wenn er stattfindet. Und deshalb sagen wir halt, ja, na, wir haben halt quasi diese Ranked Season und das soll so gestaltet sein, dass es quasi wie ein großes Turnier halt eigentlich wirkt. Also es ist nicht dieses typische, okay, es gibt jetzt irgendwie ein Tree und du hast ein K.O.-System-Turnier, sondern eher in dem Stil von ja, einer Ranked Season und am Ende der Season hast du letztendlich halt den besten Spieler, der letztendlich an Rang 1 ist. So, das ist so unsere Art von Turnier. Ob wir dann auch mal einen separaten Spielmode entwickeln werden, der eher so klassisch Turnier auf K.O.-System ist, kann ich nicht sagen, wird es am Anfang erstmal nicht geplant sein. Wir wollen lieber, dass das ganze Spiel sich einfach wie ein Turnier halt anfühlt und auch, dass dann hinterher entsprechend ja, bestmöglichst einfach irgendwie tausende Spieler halt dann auch am Ende von so einer Season halt verschiedene Belohnungen halt verdienen können und man nicht dieses hat, okay, es ist jetzt irgendwie eine World Championship und es werden dann halt irgendwie die 16 besten Spieler eingeladen oder die 8 besten und naja, die ersten beiden haben dann irgendwie einen coolen Preis und alle anderen gehen halt irgendwie leer aus, beziehungsweise es ist dann echt so sehr unrealistisch für jemanden, jemals in so einem Turnier halt mitzuspielen. Wir wollen lieber dieses ganz große Turnier, dass sich jeder halt Teil eines großen Turniers halt fühlt und auch wenn man irgendwie hinterher dann auf Platz 500 und 1500 halt landet, auch seine Belohnung halt irgendwie letztendlich dafür kriegt, dass man ja, eben dazu beigetragen hat, irgendwie als Kollektiv halt seinen Planeten zu verteidigen, wenn du so willst. Was war die zweite Frage? Draft-Timer wegen dem Zeitdruck beispielsweise aufzubauen, sozusagen, dass man sozusagen einfach in eine Reaktions- und Entscheidungsnot kommt. Das wirst du definitiv. Weil, wie gesagt, also ich glaube, es gibt so viel zu beachten halt. Du musst irgendwie gucken, ne, was macht dein Gegner die ganze Zeit und du musst dann halt, also ich glaube, du musst so viele Entscheidungen treffen, du hast so viele Möglichkeiten an Spielzügen. Es ist jetzt nicht so, okay, ich habe diese zwei Spells, in welcher Reihenfolge spiele ich die, sondern ne, du hast halt eben, du kannst Attachments in alle Karten, die du halt gerade auf dem Board liegen hast, kannst du einbauen. Wenn du das machst, dann verändern sich die Faction Points, was dazu führt, dass einige Fraktionen schwächer werden, eventuell andere werden stärker. Du kannst Attachments ersetzen, das heißt in Karten, die schon Attachments haben, kannst du zum Beispiel rausnehmen, andere einbauen und das hat dann vielleicht wieder Effekte auf die benachbarten Karten oder auf die Fraktion und so weiter und so fort. Ich glaube, die Komplexität ist halt sehr hoch, dass man wirklich, also wenn man, du kannst, ich glaube nicht, dass es Spieler geben wird, die wirklich alle Möglichkeiten halt durchdenken können. Und klar, wenn du jetzt auf ganz hohem Niveau bist, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit die Spieler sich dann halt entsprechend nehmen werden, aber allein das ist natürlich schon Grund, das halt irgendwie zu limitieren. Wird es also auf jeden Fall geben, ne? Letztendlich einen Rundentimer. Haben wir jetzt gerade nicht eingebaut, weil wir uns da noch nicht so krass drauf konzentrieren wollen. Wird dann halt was man in der Alpha halt definitiv ausloten wird, da ein System zu finden, was ja irgendwie gut funktioniert, dass man keine Langeweile halt kriegt. Ne? Ich denke, wie gesagt, bei uns ist es glaube ich halt so, dass es, auch wenn der Gegner dran ist, sehr wichtig ist, gut aufzupassen. So, und das wird sowieso schon grundlegend weniger langweilig machen, weil es gibt ja auch Spiele, wo man dann eher keine Interaktivität halt hat und man wartet einfach, bis der Gegner fertig ist und dann guckt man sich einfach an, wie es gerade halt aussieht. Ich glaube, es gibt viel, was man da halt mitbekommen kann und wie gesagt, auch von der Strategie halt mitbekommen muss, um letztendlich zu gewinnen. Aber ja, das will man jetzt ja auch nicht ins Endlose halt irgendwie ziehen und auch das macht ja wieder die Spiellänge halt extrem lang. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie lange ein Zug letztendlich sein wird, aber dass es auf jeden Fall eine Limitierung hat, ist, denke ich mal, klar. Danke. Auf jeden Fall Herausforderungen angenommen. Ja, sehr gerne. Da passt auch wieder gerade eine Frage quasi aus der Zusammensammlung. Oder wie, ich sage jetzt einfach mal immer Skript, gell? Wird es Replay-Mechaniken geben in dem Spiel? Zum Beispiel in Dota kennt man es ja, dass man dann mit einer ID im Nachhinein an andere das versenden kann, dass es sich anschauen oder man es sich selbst anschaut, um daraus zu lernen, besser zu werden oder eventuell coole Momente zu machen. Ist natürlich eine sehr zukunftsorientierte Frage. Haben uns, glaube ich, noch nicht so mega viele Gedanken drüber gemacht. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wieso nicht, weil es irgendwie geil ist und ja, ist jetzt ja auch nicht so
problematisch, sowas umzusetzen. Also, ich weiß gerade nicht, welches Spiel das ist, was das so geil umgesetzt hat. Die haben das dann auch im Spiel, dass du quasi echt den kompletten vorherigen Spielzug vom Gegner nochmal irgendwie in fünffacher Geschwindigkeit irgendwie sehen kannst oder so. Das fand ich zum Beispiel auch sehr cool, weil manchmal passiert halt sehr viel und auch wenn man ein gutes UI hat, was alles sehr gut darstellt, möchte man das ja vielleicht doch nochmal sehen. Und also wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen so, ja, allein schon aus dem Grund machen, weil du zum Beispiel auch den vorherigen Spielzug im Replay dir halt angucken kannst und dann kannst du dir natürlich auch das ganze Spiel im Replay angucken. Wie gesagt, unter starken Vorbehalt ist Zukunftsmusik halt, ne? Also es werden wir mit Sicherheit nicht in der Alpha drin haben, aber so Sachen, die auf jeden Fall wünschenswert sind. Also ich sehe auf jeden Fall auch den Mehrwert davon, ja. Definitiv. So zu deiner Frage, es war Dota 2 zum Beispiel, also da kannst du alles machen. Zehnfache Geschwindigkeit, jeder Charakter, Schatten, alles umstellen und so weiter. Aber egal, andere Sache. Ja, ja, nee, ich meinte jetzt aber auch Eternal war das, ein Kartenspiel meine ich jetzt auch. Ah, okay. Also, ja, cool. Eternal macht das. Also bei denen finde ich das super umgesetzt. Muss ich mir mal anschauen. Hat noch jemand gerade eine Frage oder soll ich weiterfahren mit dem Skript? Gut, Totenstille, machen wir mal weiter mit dem Skript. und das hatten wir ja. Wieso ausgerechnet das Matic hast du ja vorhin erklärt, das können wir auch überspringen. Die Minding Device Case, sind die auf 6 Stück insgesamt limitiert oder gibt es einfach 6 verschiedene? Jetzt geht's ans Eingemachte. Also bei den Keys ist es tatsächlich so, ich kann jetzt nicht mal versprechen, dass es die 6 sein werden. Das ist tatsächlich auch noch ein bisschen flexibel. Hängt einfach damit zusammen, dass wir gerade noch, also man hat halt ein bestimmtes Startdeck in jedem Spiel. Das sind und sollen eigentlich auch, weil es gut passt, 10 Karten sein. Und wir mixen jetzt halt gerade noch dran rum, ob es zum Beispiel Karten gibt. Also momentan ist es halt so, es gibt halt, ich glaube, 3 Karten, die einfach doppelt drin sind. Dadurch kommst du letztendlich nicht auf 10 verschiedene Karten, sondern weniger. Aber ja, das kann sich auch noch mal ändern jetzt bis zum Anfang der Alpha, dass wir sagen, hey, wir wollen 10 verschiedene Karten haben oder tatsächlich wollen wir irgendwie nur 4 verschiedene Karten halt haben. Und daran passt sich quasi die Anzahl dieser Keys an. Und haben wir auch noch nicht fest entschieden, aber vom Gefühl her gehe ich davon aus, dass es irgendwann natürlich langweilig wird, das Spiel, wenn du immer mit den gleichen 10 Karten halt irgendwie startest. Und ich denke, dass es langfristig darauf hinauflaufen wird, dass wir das schon noch ein bisschen customizen, dass man zum Beispiel auch da irgendwie vielleicht aus einem Pool von 20, 30, 40 Karten unterschiedliche 10 Karten sich sozusagen halt raussuchen kann, um das Spiel halt zu starten. Damit hat man dann vielleicht schon ein bisschen mehr Einfluss, in welche Strategie man vielleicht fahren möchte auf jeden Fall oder wie man vielleicht einfach am liebsten startet halt. Ne? Da kann es ja auch unterschiedliche Geschmäcker halt irgendwie geben, um da auch nicht zu fest das irgendwie dem Spieler halt sozusagen aufzudrücken. Okay, du startest jetzt mit diesen 10 Karten und mach was damit. Das spricht natürlich wieder dafür, dass es halt dann auch in Zukunft halt weitere Keys geben würde. Und das beantwortet jetzt die Frage nicht konkret, aber ne, fürs Verständnis halt, die Anzahl der Keys hängt eigentlich immer nur davon ab, wie viele unterschiedliche Karten gibt es halt in diesem Startdeck, weil zu jeder Karte halt ein Schlüssel eben immer gehört. Und ansonsten auch noch nicht entschieden, könnte man sich auch noch überlegen, ob es zum Beispiel Schlüssel gibt, die gar nicht bestimmte Karten halt verändern, sondern andere Aspekte des Spiels. Ist ganz spontan, würde ich sagen, hey, es gibt diesen einen geilen Schlüssel, der kann zum Beispiel deinen Karten, also ich sag mal den Default-Standard-Kartenrücken, den man so am Anfang haben wird, der kann den zum Beispiel vergolden. Ne? Da könntest du jetzt auch einen Schlüssel einfach für geben, der diese Fähigkeit halt haben wird und nur der Besitzer ist dann wieder in der Lage, das halt gegen andere Spieler halt zu traden. Nice. Da könnte ich gerade noch anhängen. Wann, weil du ja schon ein paar Mal wegen der Alpha erwähnt hast, wann ist denn eigentlich der finale Release grundsätzlich geplant, so grob? gut, nach der Alpha kommt ja erstmal die Beta, ne? Und in der Beta kann man ja auch immer 5 Jahre verweilen. Ist auch die Frage, wie definiert man das jetzt noch? Ja.
wir haben es jetzt grob mal gesagt, okay, nächstes Jahr. Aber wie gesagt, das ist halt auch die Frage, wie definiert man das Ganze? Für uns sind die Stages halt so, dass wir, ich sag mal, jetzt sind wir sozusagen halt im Pre-Alpha. Da ist der Fokus noch darauf, wirklich auf die Spielmechaniken halt zu achten, auch noch sehr viel auszuprobieren. Deshalb halten wir uns auch wirklich damit zurück, irgendwie Informationen und Content zu teilen, weil wir auch ganz viel noch rumspielen in bestimmten Bereichen halt. Ein Thema zum Beispiel, hey, willst du in Synergy of Sarah halt eine Trashing-Mechanik haben, wo man Karten halt auch wieder zerstören kann oder nicht halt? Probieren wir halt gerade aus. Und ja, man muss ja irgendwie die Waage finden, ne, wie viel teilt man jetzt, und hat auch irgendwie interessante Diskussionen, aber oft merkt man auch, man teilt das dann halt und man kriegt erstmal auch sehr viel Kritik und muss es halt rechtfertigen, und eigentlich wollen wir nur rumprobieren. Deshalb ist das halt gerade so ein bisschen unsere Phase, und in die Alpha wird es gehen, wenn wir halt einfach merken, okay, wir brauchen einfach diese Masse an Spielen und Spieldaten auch, um anzufangen, das Ganze mehr zu balancen, was wir jetzt eigentlich relativ gar nicht berücksichtigen. Also es gibt viele Karten, die sehr unbalanced sind, und ist uns auch eigentlich relativ egal momentan, weil es halt um die Mechaniken, Core-Mechaniken halt geht. Das heißt, ja, wenn wir da so weit sind, jetzt mal abhängig von dem technischen Client und so weiter, dass wir halt merken, hey, wir brauchen jetzt diese Masse an Spielen einfach, da werden wir so ein bisschen in diese Alpha-Phase halt reingehen. Und da wollen wir uns dann eigentlich nur auf das Spiel an sich fokussieren und auf ein Niveau kommen, wo wir halt super glücklich mit sind. Und wenn wir das erreicht haben, haben wir uns überlegt, okay, dann gehen wir in die Beta-Phase halt über, wo wir dann sagen, ja, da kommt dann halt alles. Also eine Sache, ich sage jetzt mal auf der Meta-Ebene, die wir auf jeden Fall auch dann in der Alpha noch machen wollen, ist halt dieses Rangsystem halt bauen und ausprobieren. Und auch da die Spieler eben mit Alpha-Fame halt zu belohnen, die so früh halt schon uns unterstützen. Und in der Beta haben wir halt gesagt, da ist dann eigentlich eher so die Era, wo man diese ganzen, ja, Meta-Mechaniken sozusagen halt baut. Ja, also wir haben zum Beispiel vor, noch so ein bisschen Crafting-System zu bauen. Ja, auch, ne, wie gesagt, das Ranking-System, also alles, was dann um das Spiel drumherum kommt, halt einfach mehr zu stärken. Und wenn wir sozusagen dann damit zufrieden sind, dann würde ich sagen, geht man so halt auf den Release zu. Wie gesagt, zurück zum Anfang ist halt auch die Frage, was ist jetzt Release, was ist nicht Release, ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, wie gesagt, Spiele sind einfach 5 Jahre in Beta-Zustand, einfach nur, damit sie immer das Label haben als eigenen Schutz vielleicht, weiß ich nicht, das kann man dann immer halt sagen. Oder, ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Das ist tipptopp so, da bin ich mit zufrieden. Da kommen wir mal zu deinem Bereich. Ja. Also, warum Matic? Oder Polygon, besser gesagt jetzt. Ja, genau. Relativ einfach zu beantworten. Also wir haben, ich sag mal, die Smart Contracts, die wir jetzt momentan auf der Blockchain haben, wurden so Anfang letzten Jahres eigentlich fertig. Und da haben wir uns halt komplett auf Ethereum eingestellt, weil, ja, ich finde es einfach eine klasse Blockchain, die hat eine gute Verbreitung, die hat eine gute Developer-Community und so weiter. Und ja, wussten aber auch schon so, okay, das deckt sich nicht 100% mit den Ansprüchen, die wir eigentlich für das Spiel haben, wozu gehört, dass wir die Blockchain eigentlich zu 100% im Hintergrund halt haben wollen. Das merkt man vielleicht jetzt noch nicht so krass, aber wir gehen halt immer, umso mehr Progress wir jetzt machen, umso mehr wir dann hinterher auch wirklich Spiel haben, gehen wir halt in die Richtung, dass wirklich zu 100% einfach nur noch auf Gamer zu coin das Spiel, weil das ist, was wir machen wollen. Wir wollen halt ein Game schaffen, wir wollen Gamer haben. Und das ganze Blockchain-Thema ist cool, um damit bestimmte Möglichkeiten halt zu realisieren und auch Vorteile halt für Gamer zu schaffen, wie zum Beispiel ja, Stichwort Play to Earn, was wir super geil finden. Aber es sollte halt nicht sein, dass es diese Einstiegsbarrieren halt gibt. Und ja, Thema Ethereum ist da halt zum Beispiel, okay, jede Transaktion hast du halt Gaskosten, die anfallen, und das ist jetzt was ich nicht so geil finde als Gamer, und das ist auch nicht das, was wir haben wollen. Also wir wollen wirklich, dass halt ein Spiel, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, normales Spiel sich nicht von unserem Spiel halt unterscheiden lässt, auch wenn wir coole Benefits halt von der Blockchain haben. So, das heißt, wir wollen keine Kosten für den User haben, wir wollen keine Plugins für den User haben. Wir wollen im Zweifel, muss der Spieler gar nicht mal wissen, dass wir Blockchain nutzen. Kann ihm eigentlich egal sein, Hauptsache er hat die geilen Benefits halt. So, und da ist jetzt letztendlich bei Ethereum halt das krasseste Thema natürlich, ja, ein bisschen auch die Geschwindigkeit, so Skalierung, ne?
keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, wenn ich da mal mein Kartenpack aufmachen will, will ich jetzt auch nicht unbedingt 20 Sekunden warten, bis ich das Ergebnis habe und so weiter. Aber hauptsächlich sind es halt wirklich diese Kosten. Und ja, unsere Architektur war soweit aber eigentlich fertig und dann haben wir letztendlich angefangen, nach Alternativen zu gucken. Und es war wirklich so just in time, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Matic Mainnet gelauncht wurde, wir halt auch ja, unsere Architektur sozusagen auf die Blockchain bringen wollten. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das hat sich mittlerweile auch nicht viel geändert, jetzt mal abgesehen von Binance Smart Chain vielleicht, gab es wirklich keine Alternativen halt. Also wir wollten, wie gesagt, nach wie vor halt unsere Architektur nutzen können, was heißt, wir bleiben halt bei Solidity, der Programmiersprache halt für Ethereum und auch der im Ethereum, der EVM. Und ja, da war in dem Bereich eigentlich nur, ich glaube Ethereum, damals noch Matic, jetzt ja im Polygon, Tron und ja, noch so neben Projekte wie POR Network und so weiter, irgendwie die Optionen und also im Prinzip war Matic damals schon so konkurrenzlos und dann für uns die geile Lösung, weil wir halt sagen konnten, hey, wir bauen unser Projekt so, dass zum Beispiel ja die Gamer gar keine Transaktionskosten haben, weil wir die halt komplett übernehmen. Also so ist unsere ganze Architektur halt gebaut, um die auch in Zukunft halt zu bleiben, dass wenn man über unser Spiel oder über unsere Webseite halt Transaktionen verschickt, dass wir halt immer die Gaskosten tragen können. Also sagen auch viele, hey, Matic ist for free, das ist so ein Irrglaube, weil eigentlich ist es das nicht. Es ist halt nur sehr, 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 sehr günstig und deshalb ist es für uns halt kein Problem da. Also es sind wirklich keine Kosten, muss ich mal wirklich so sagen. Also wir sind nicht die Heiligen oder so und hauen da irgendwie, weiß nicht, 1000 Euro raus oder so. Es geht wirklich da nur um das Prinzip, hey, wenn ich was auf Matic machen will, selbst wenn es ultra, ultra, ultra günstig ist, selbst wenn ich aber nur ein Tausendstel Cent zahlen muss, ist das für mich schon die Voraussetzung, ich muss Kryptowährung besitzen. Aber wenn das die Einstiegsbarriere für einen Gamer ist, um ein Spiel spielen zu können, dann ja, ist das irgendwie ein bisschen sehr schade. Also für uns war es halt die Möglichkeit, halt eine Blockchain zu nutzen und dann aber halt die Kosten zu übernehmen und diese Limitierung halt alle komplett zu entfernen. Das wird auch ja, einfach so bleiben, weil das unser Anspruch ist und Polygon hat letztendlich halt genau diesen Anspruch so für uns erfüllt. Ganz einfach. Darf ich kurz eingrätschen? Habe ich das richtig verstanden? Das soll einfach bedeuten, Barrierefreiheit für sozusagen Newbies und Einsteiger. Habe ich es so richtig verstanden? Genau, oder? Also im Prinzip auf jeden Fall keine Blockchain-Tech- oder Transaktionskosten-Barriere halt. Letztendlich Spieler, die keine Ahnung von Blockchain oder Krypto halt haben, die sind genauso willkommen oder sogar noch mehr willkommen wie irgendwie alle anderen, weil du diese Barriere halt nicht hast. Du hast halt nicht die Forschung, hey, installiere dir erstmal ein Wallet, hol dir erstmal Kryptowährung, sonst kannst du unser Spiel halt nicht spielen. Also wir sagen halt, wir sind Free-to-Play, jeder ist willkommen und du hast einfach diese Barrieren halt nicht. Da erschließt sich ein Übergang. Da erschließt sich eine Frage für mich kurz aus dem Thema. Heißt das, man muss für das erste Game, was ich da bei euch starten würde, nicht mal eine Wallet erstellen? Nein. Okay, darauf erschließt sich nochmal eine Frage. Heißt das im Klartext, wenn ich mir jetzt beispielsweise Spielvorschritte mache und die ganze Zeit am Spielen bin, nach einem Jahr und dann mich dazu entschließe, hey, ich möchte gewisse Karten verkaufen oder keine Ahnung, was irgendwas derartiges, ja, und erstelle mir eine Wallet, wird dann alles im Nachhinein auf einmal gemintet beispielsweise oder wie wird die ganze Thematik dann sozusagen von der technischen Seite aus gesehen? Genau, also das ist so, wenn du jetzt bei uns schon einen Account kreiert hast, hast du im Hintergrund schon eine Wallet mit kreiert. Das machen wir für dich. Ah, okay, perfekt, und danke. Also vielleicht wird es jetzt ein bisschen sehr technisch, aber das Ding ist halt, auch wenn die Wallet kreiert wird, hast du mit deinem Zugang 100%ige Kontrolle über deine Private Keys. Also wir haben keinen Custodial Service, wir verwalten keine Private Keys, wir verwalten die Assets der Gamer jetzt von unserem Spiel. Wir verwalten da irgendwie nichts, wir haben da keine Zugriffe drauf, das liegt immer noch zu 100% bei den Spielern. Wir haben es halt eben technisch so lösen können, dass wir keine Kontrolle haben, aber der Nutzer jetzt auch nicht davon wissen muss, wenn er nicht will. Dann hast du jederzeit die Möglichkeit, bei uns dann zum Beispiel deine C-Trace oder deine Private Keys halt irgendwie zu exportieren, wenn du es zum Beispiel woanders importieren willst oder woanders nutzen willst. Aber wie gesagt, wenn man da keine Ahnung davon hat, muss man das halt nicht machen, nur halt einfach als Backup, um halt die Sicherheit zu haben. Aber ja, ab Tag 1 werden halt alle Spielgegenstände bei uns als Fungible Tokens, als NFTs
auf der Blockchain gemintet. Die Gebühren dafür, wie gesagt, übernehmen wir einfach und wird halt direkt auf dein Wallet, was im Hintergrund halt erzeugt wird, transferiert. Und wenn du das dann wiederum von da woanders hin transferiert willst, auf ein externes Wallet, sage ich jetzt mal, kann das jeder tun. Also die Leute, die da schon Ahnung von haben und die ganzen Sachen halt machen wollen und hin und her und was auch immer, sind da total frei, das halt einfach zu machen. So hat jeder halt die Freiheit, wie er es halt möchte. Wenn er dann noch mehr Kontrolle will oder einfach sagt, hey, ich vertraue dir nicht, ich will hier MetaMask, was ich schon seit 3 Jahren nutze, irgendwie lieber nutzen, dann kann das jeder machen. Also ist jedem freigestellt. Perfekt, zu 100% beantwortet. Dankeschön. Top. Es gibt ja jetzt das Fame-System. Und es wird ja auch immer bleiben, wie es heißt. Und wir können ja verschiedene kosmetische Items dafür bekommen. Wie sieht es denn aus jetzt für die Blockchain-Enthusiasten oder diejenigen, die was sozusagen ansparen wollen mit dem Play-to-Earn-Aspekt? Sind diese Gegenstände, die wir dann eintauschen können, gegen den Fame-Account gebunden bei Aktivierung oder sind die immer handelbar? Genau, also wir haben es noch nicht spezifiziert, was man kaufen kann. Und wie teuer die Sachen halt sein werden, das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen daran ausrichten, wie lange jetzt diese Phase halt läuft, wie viel Alpha-Fame in der insgesamt halt bestehen wird. Aber die Idee ist schon, dass es letztendlich kosmetische Inhalte sind, weil sobald diese Alpha-Fame-Phase beendet ist und kein neues Alpha-Fame mehr erzeugt wird, ist man ja auch limitiert dann an den Gegenständen, die gekauft werden können, einfach durch die Menge, die halt ausgegeben wurde. Und wir wollen jetzt dann nicht irgendwelchen Leuten zum Beispiel gewissen Content, der jetzt spielentscheidend wäre oder wie auch immer halt irgendwie dann verwehren. Das sind halt kosmetische Sachen, die es dann zu kaufen gibt. Das werden wir, also wie gesagt, in dem Artikel haben wir das auch schon mal so ein bisschen angesprochen, in welche Richtung es geht. Das werden wir aber auch nochmal erweitern und klarer definieren. Auf jeden Fall, alles, was da gekauft wird, ist natürlich nicht accountgebunden. Das heißt, es wird auch alles schön als ein NFT halt gemintet und die Person kann da frei drüber verfügen und das in Zukunft selber behalten, verkaufen, verschenken, wie man halt lustig ist. Also das zu 100% und auch die Gegenstände, die es dann jetzt für Alpha Fame eben zu kaufen gibt oder einzutauschen gibt, wird es später nicht in einer anderen Form nochmal irgendwie geben. Also das ist halt ein geschlossenes System. Die Sachen gibt es nur gegen Alpha Fame und auch Alpha Fame kann man sich jetzt nicht mal eben cool in einem Jahr einfach kaufen. Das kann man nämlich nicht tauschen und dementsprechend, wenn man jetzt einen bestimmten coolen Gegenstand irgendwie haben möchte, dann ja, entweder hat man halt Alpha Fame gesammelt oder man muss halt schauen, dass man halt einen Saren findet, der Bock hat, genau dieses NFT halt zu verkaufen und der es eben gegen Alpha Fame halt vorher eingetauscht hat. Merci. Hat zwischendurch mal noch jemand anderes eine Frage? Nix? Gut, Julian, musst du mal was trinken oder ist für dich alles gut? Mach ich zwischendurch sogar. Ja, super. Hast du so einen Helm drauf mit so 2 Bierflaschen links und rechts und einen Schlauch im Mund dann? Ja klar, sicher. Cool. Mit Serra-Logo drauf. Ja, dann können wir ja gerade weiter austrocknen. Also, ein bekannter Name, der Single Malt Whizzy, würde ja sogar jetzt noch zum Übergang passen mit dem Bier, hatte eine Frage gestellt mit der Spielerbasis. Mit welcher Spielerbasis wurde bei der festgelegten Anzahl der Grades für das erste Set Transcendent kalkuliert? Und dazu ergänzend, wird es eine Erweiterung geben von diesen Sets mit erhöhter Spieleranzahl? Mhm. Ist auch schon lange her. Ich weiß, dass wir da auch gut drüber diskutiert haben und uns auch nicht so hundertprozentig einig geworden sind. Deshalb muss ich da, glaube ich, sagen, dass es jetzt nicht zufällig ist, aber es ist halt, gerade diese Spieleranzahl-Frage ist nicht wirklich zu beantworten halt. Ne? Also vielleicht haben wir später dann mal 1000 oder 10.000 Daily Active User halt. Ne? Es kann jetzt aber auch sein, dass wir wirklich unsere Vision hundertprozentig so umgesetzt bekommen, wie wir es halt wollen und Leute es halt feiern und man hat halt viel mehr Spieler. So, ne? Dann hat man natürlich total vergriffen. Und man hat ja auch noch den zusätzlichen Aspekt, okay, ja, Karten können irgendwie im Nirvana landen. Wir bauen ja auch ein System, wo man die Karten letztendlich wieder gegen eine Währung eintauschen kann, wenn einem die nicht gefallen.
man kann eh nicht einschätzen, wie viele Spieler jetzt halt Karten zerstören werden, wie viele Spieler vielleicht Crates auch gar nicht öffnen und die wirklich, ne, es gibt jetzt die Leute, die sagen so, geil, ich kaufe die halt 10 Jahre fest, ja, wieso auch nicht, ne, also die werden dann gar nicht geöffnet, dann sind es doch weniger Karten, also es ist nichts, was wir krass kontrollieren können, deshalb ist es in Anführungszeichen relativ willkürlich, die Anzahl. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die spätestens bis zum Release halt verkauft und geöffnet werden und dann wissen wir halt, wie viele es genau sind. Und der Vorteil letztendlich ist natürlich, dadurch, dass man halt auch mit den Karten der Gegner spielen kann, ist es jetzt kein Totalverlust, wenn man die Karten halt nicht hat. Also es ist jetzt nicht dieses, okay, damals wurde in dieser Version diese eine Karte halt geprintet und davon gibt es jetzt nur so und so viele und nur die haben, haben irgendwie ein geiles Deck und können die spielen, haben Vorteile und so weiter. Das gibt es bei uns ja halt nicht. Ne? Also ich weiß jetzt nur, okay, bin ich eher so der Sammler und hab die halt selber, was halt super cool ist und kann die dann auch viel mehr spielen und so, aber den anderen wird die auch nicht zu 100% verwehrt halt, weil man die Karten ja trotzdem noch spielen kann und dementsprechend haben wir auch jetzt nicht vor zu sagen, hey, wir erweitern die Crates irgendwann nochmal, beziehungsweise können wir auch gar nicht, das ist auch alles im Smart Contract einsehbar, also die Anzahl ist halt einfach limitiert, das können wir jetzt selber halt nicht mehr ändern, da könnten wir jetzt echt natürlich irgendwann nochmal sagen, ja, hey, wir machen jetzt irgendwie so eine Art Reprint, wo das dann vielleicht, ne, keine Ahnung, aber genau, grundlegend ist das jetzt einfach auf die Anzahl festgelegt und es bleibt zukünftig den Spielern ja auch nicht verwehrt, beziehungsweise die können die Karten dann ja von vorherigen Spielern oder anderen Spielern halt letztendlich einfach kaufen. Und wir werden es nicht erweitern oder reprinten. Also es ist wirklich schon hart limitiert, der Supply. Tipptopp. So, wenn jemand noch eine Frage hat jetzt gerade, kann er sich wieder melden, gell? Ich kann trinken. Ja, jetzt definitiv. Gut, dann haue ich mal eine Frage raus noch, die mich extrem interessiert. Aber deshalb Zukunftsmusik, ganz große Zukunftsmusik, wird es Clan-Mechaniken geben. Zum Beispiel, sagen wir mal, Clan X kämpft gegen Clan Y und tritt, kann man dann voreinstellen, sagen wir mal, mit 5 Spielern an. Dann heißt es 5 gegen 5. Und so stelle ich mir meistens so ein System vor, gibt es dann, sagen wir mal, für den Gewinn eine spezielle Anzahl Punkte, für die Geschwindigkeit Punkte und so weiter und so fort. Gibt's Gedanken daran? Mhm. Ich glaube, einmal habe ich schon so eine ähnliche Frage irgendwie gehabt. Ich finde es super cool. Also wenn da genug Interesse besteht, kann man natürlich drüber reden. Also wir reden ja sowieso über alles. Wir machen zwar nicht unbedingt immer alles, was die Community vielleicht will, weil ja, wir wollen ja auch irgendwie letztendlich ein anspruchsvolles Hardcore-Game schaffen und oft gibt es dann halt viele Casual-Spieler, die dann lieber ein Casual-Game haben wollen. Wir können ja auch nicht allen Wünschen irgendwie gerecht werden, aber grundlegend haben wir da immer ein offenes Ohr und wenn wir es geil finden und da viel Nachfrage ist, kann man natürlich alle möglichen Sachen in Zukunft noch bauen. Grundlegend würde ich mir persönlich wünschen, dass auch ja einen gewissen Punkt einfach Community aktiver wird und da vielleicht auch Leute sind, die einfach mal so eine Plattform halt bauen können, um sowas vielleicht zu verwalten. Also dass wir es jetzt quasi vom Game Client her alles irgendwie supporten. Ne, klar, will man natürlich auch irgendwie Custom Games, private Spiele gegen Freunde und so weiter halt auch irgendwie hosten können und also vielleicht kann man es ja darüber dann schon so Community-driven irgendwie ein bisschen erzeugen und dadurch sowas halt umsetzen. Will es aber auch nicht ausschließen, dass wir sowas halt bauen, wenn da wirklich eine große Nachfrage ist. Also ich denke, es wird so oder so auf jeden Fall möglich sein, ob wir das dann bauen, ist Zukunftsmusik, aber wenn es geil ist. Top. Bist du jetzt gerade abgewürgt, oder? keine Ahnung, hörst du mich noch? Okay, nee, das war gerade so ein es war ein bisschen Robotik am Ende, aber der Abschluss war noch gut da. Gut, dann Komme ich mal zur letzten Frage vom Skript her, zumindest für den Part. Was genau ist quasi Scrap? Wird es eine eigene Währung? Wird es eine Off-Chain-Währung? Und besonders noch die Frage, verdienen beide während im Spiel an dieser Währung? Oder ist es wirklich nur durch Zerstörung der Karten? Ja, wie gesagt, auch noch an der Development, sage ich mal. Aber die Idee, die wir dabei haben, eigentlich zwei Probleme damit zu lösen. Also wir wollen
damit jetzt nicht unbedingt irgendwie so eine typische Kryptowährung halt schaffen, sondern eher was in Richtung Stablecoin. Das heißt, die Idee ist, dass jetzt, weiß ich nicht, 1000 Scraps zum Beispiel einen Gegenwert von einem Dollar halt haben. Und ja, das würde man letztendlich ja schon dadurch erreichen, dass man eben Trades in Zukunft dann zum Beispiel auch mit Scrap halt kaufen kann. Also anstatt, dass ich jetzt 4 Dollar für ein Transkendenz-Set Trade bezahle, kannst du dann letztendlich auch zum Beispiel einfach 4000 Scrap dafür nehmen. Und dann ist es eben so, dass momentan ist es so geplant, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, an Scrap zu kommen. Es ist einmal, ja, indem man halt die Karten zerstört, die man eben nicht mag. Und also, um da jetzt nicht unbedingt einen Käufer für zu finden. Ja? Man sagt jetzt, ich mag die nicht, zerstöre den, kaufe mir da lieber ein paar neue Crates von und öffne die halt wieder und ich kriege hoffentlich bessere Karten, oder wenn nicht, zerstöre ich die halt auch wieder. Damit man diese Möglichkeit halt hat. Ein weiterer Nebeneffekt ist, ist auch eine Frage, die ich zum Beispiel erwartet hätte, wo viel gesprochen wird, wie ist es so mit der Economy halt im Game. Ein Vorteil dabei ist zum Beispiel, dass jetzt mal von der so Game Theory her jede Karte dadurch auch so eine Art Minimum Value halt hat. Ja, wenn ich jetzt weiß, hey, ich kann diese eine Karte für 2500 Scrap zerstören, im Wert von 2, das heißt, wenn ich die auf den Marktplatz stellen würde, wird es wahrscheinlich eine Person geben, die die für, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal 2400 halt kauft, weil man ja im Prinzip dann 100 Scrap Gewinn gemacht hätte sozusagen. Also anstatt jetzt 2,50 $ für ein Basic Trade auszugeben, kann ich ja für 2400, also ne, für 2,40 $ halt diese Karte kaufen, die zerstören und mir dann halt das Crate kaufen. Dann habe ich ja 10 Cent gespart. Also jetzt mal ganz theoretisch ist das für mich schon mal so, jede Karte hat halt ein Minimum Value, was sehr nice ist. Also die beiden Benefits hat das so ein bisschen. Und dann wollen wir, ist noch nicht ganz genau festgelegt, aber idealerweise für eben diese Ranked Seasons auch Scrap als Reward eben verteilen. So, und da ist die Idee, dass man in einem gewissen prozentualen Anteil an den Umsätzen, die wir zum Beispiel durch die Crate Sales machen, oder vielleicht auch zu sagen, hey, 1, 2, 2,5% von allen Trades, die so stattfinden, werden quasi auch in Scrap umgewandelt, und das ist dann so ein Preispool, der halt hinterher entstehen wird, um eben am Ende der Season halt ja, mehrere tausend Spieler halt zu würdigen. So. Also denen halt letztendlich einen Reward dafür zu geben, halt in der Season gut gespielt zu haben. Und das ist so ein weiterer Einsatzpunkt halt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nicht nur Scrap verteilen, sondern auch noch irgendwelche anderen Sachen. Kann man nochmal schauen, aber da ist erstmal das Grundding, okay, dadurch haben wir quasi diesen Play-to-Earn-Aspekt. Und eine Season noch nicht festgelegt, kann einen Monat gehen, vielleicht auch ein Quartal so in die Richtung, ja, und du willst dann jetzt auch nicht sagen, okay, wir verteilen zum Beispiel jetzt irgendwie Matic als Reward und cool, jetzt ist es gerade $1,20 wert, und aber am Ende der Season, wenn man dann gewinnt und man die Rewards endlich erst in der Hand hat, sind es dann nur 60 Cent, man will ja dieses Fluktuative halt nicht so haben, und deshalb genau, gucken, wo der Scrap halt wirklich einen konkreten Gegenwert hat und ja, die Benefits einfach so mit sich bringen wird. Deshalb, ja, ich denke mal, es wird auch, ich sage jetzt einfach mal, es wird auch handelbar sein, sage ich jetzt einfach mal so, aber es wird ja keine Preisentwicklung halt geben, weil den einzigen Gegenwert, den du ja dann hast, ist zum Beispiel, dass du halt in Crates oder auch andere Sachen, die normalerweise Geld kosten, mit Scrap halt bezahlen kannst, und da ist es halt, wie gesagt, 1000 zu 1 halt, und das Verhältnis wird sich halt nie ändern, also es gäbe, glaube ich, keinen Grund, dass sich da irgendwie das, der Wert halt irgendwie krass verändert. Das ist mehr wie so ein Stablecoin als gesehen. Ja, da habt ihr richtig schöne Gedanken gemacht. Ja, stell deine Frage gern. Gibt es einen Maximalsupply von der jeweiligen Karte? Und was passiert, wenn eine Karte beispielsweise zerstört wird, wenn es einen Maximalsupply gibt? Wird die wieder in den Pool geworfen, oder ist es tatsächlich nur von den Grades abhängig, wie viele jetzt im aktuellen Zeitraum verkauft werden? Genau, also Maximalsupply ist nicht geplant. Im Prinzip basiert alles auf Chance in dem Moment, wo man das Trade öffnet. Und die Limitierung entsteht nur durch die Anzahl der Crates letztendlich. Beziehungsweise, ja, wie viele Crates halt auch geöffnet werden. Und ich habe es vorher richtig so verstanden, dass die Crates
nur jetzt in dem jetzigen Zeitraum erhältlich sind, die zwei Stück, wo jetzt momentan käuflich sind. Und die werden nicht mehr nachproduziert sozusagen, sondern die sind durch den Smart Contract tatsächlich gelockt. Und wenn sozusagen irgendwann nochmal neue Karten dazu kommen, werden das mit anderen Grades released. Ja. Oder? Genau, okay. Also die Anzahl ist, wie gesagt, für jeden Typ auf 400.000 limitiert. Das wird auch so bleiben. Und ja, die sind jetzt sozusagen bei uns so lange erhältlich, bis sie eben ausverkauft sind und danach halt nur noch durch andere Spieler halt kaufbar. Und wie oft welche Karten existieren, das werden wir ja im Inventar natürlich kenntlich machen, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier, weiß nicht, einen Golden Bugmi, 1 von 10. Das wird man dann wissen. Aber solange natürlich noch Crates da sind, die noch geöffnet werden können, kann sich die Zahl natürlich halt nochmal verändern. Kann man sich natürlich vorher ausrechnen, wie ist einfach der Erwartungswert. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber dann nur mal als Beispiel, wenn man eine goldene animierte legendäre Karte haben will, dann, also aus dem Kopf heraus, gab es dann zwischen 10 und 30 Stück, also 20. Ja, also zum Beispiel jetzt Bugmi, goldene legendäre Karte, es gibt dann nur 20 von diesen goldenen legendären Bugmis. Vom Erwartungswert her. Ja, das können natürlich hinterher dann 22 sein oder 15 oder wie auch immer, aber so findet letztendlich die Limitierung halt statt. Und das ist dann halt auch so ein bisschen das Spannende, wenn man jetzt nicht sagt, okay, wir wollen genau 20 halt davon haben, sondern lassen das so ein bisschen offen, weil vielleicht gibt es dann vom Bugmi irgendwie genau 20, aber von einer legendären goldenen Karte gibt es dann halt irgendwie nur 15 und dann hat man auch zwischen den legendären goldenen Karten trotzdem nochmal ein bisschen Scarcity-Unterschied. Das macht es so ein bisschen spannender, finde ich. Okay. Die Frage, was sich daraus bildet, ist einfach, wenn ich, also nee, das hat sich ja eigentlich beantwortet. Hat sich erledigt. Okay, wunderbar, alles gut. Genau. Im Moment der absoluten Verwirrung. Ja, also zeitlich ist es jetzt auch nicht irgendwie limitiert. Ne? Also die Crates stehen, wie gesagt, zum Verkaufen und die werden auch alle komplett irgendwann verkauft sein. Und danach, genau, nicht noch mehr, weil es vom Smart Contract halt festgelegt ist. Das, also können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Ach doch, jetzt ist die Frage wieder da. Wenn beispielsweise herauskristallisieren würde, die Spielebase würde doch relativ groß werden und es werden sozusagen die gleichen Karten nochmal benötigt, sozusagen einfach die Chancengleichheit zu entwickeln. Gibt es die Möglichkeit sozusagen in einem anderen Smart Contract sozusagen die gleiche Karte mit den gleichen spezifischen Werten zu oder ist das geplant mit den gleichen spezifischen Werten, nur mit einem anderen Design? Klar ist es möglich. Genau, ist nicht angedacht. Also klar, ich könnte es jetzt nicht mit 1.000.000% halt ausschließen, aber zu 99.9%, dass wir das nicht machen werden. Letztendlich sehe ich da auch keinen konkreten Grund halt für, weil wie gesagt, man hat halt die Karten vom Gegner auch, mit denen man halt spielen kann und dementsprechend existieren die Karten ja und ja, es sollte keine Karte so essentiell sein, dass sie unbedingt vorhanden sein muss und irgendwie es problematisch wird, dass die hinterher ja, so stark limitiert ist. Wobei man ja auch da wieder sagen muss, halt, es geht ja halt um den Sammelaspekt. Das heißt, klar sind diese goldenen Legendären so ultra limitiert halt, aber wenn man die Karte jetzt in einer Common-Form hat, werden ja schon einige Tausend halt davon existieren. Klar, wenn man spricht, okay, man hat hinterher, weiß ich nicht, 100 Millionen Spieler jetzt mal ganz grob gesponnen, klar, gibt es dann nur sehr wenige, die halt besitzen. Aber trotzdem existieren sie ja. Also, ich sehe das jetzt nicht so problematisch, dadurch, dass die Karten halt nicht nur von dem Spieler gespielt werden können, sondern auch immer vom Gegner. Super. Also von unserer Seite wären wir da jetzt quasi mit den Fragen durch. Es sei denn, jemand unterbricht jetzt nochmal ganz schnell. Will jemand unterbrechen? Nein? Gott. Hast du noch Fragen an uns, Julian? Hab ich noch Fragen an euch? Ja. Worauf freut ihr euch am meisten oder was begeistert euch am meisten jetzt von den Informationen, die ihr so habt, worauf habt ihr am meisten Bock oder feiert das einfach irgendwie am meisten? Also ich persönlich feiere am meisten einfach, wie es eigentlich der Name sagt, die Synergie in allem. Also von der Lore bis zum Spiel selbst, die Mechaniken, mit dem, dass beide dasselbe Deck benutzen.
Finde ich einfach mega interessant und das hypt mich am allermeisten, weil das einfach eine endlose Sache von Strategie, eine endlose Sache von Lore, die da drum geht oder man sogar selbst bilden kann, wenn man zum Beispiel ein, wie sagt man, Schriftsteller, Schreibling oder sowas ist. Und naja, ist richtig schön überdacht und ich war vorher schon im Hype-Train und jetzt ist dann nochmal richtig Kohle reingeballert worden. Also jetzt kann man quasi Snowpiercer sagen, die Maschine steht nie. Hat jemand anders dann auch irgendwie ein Feedback, was ihr bisher so am meisten an unseren Konzepten, Ideen feiert? Also ich finde das Konzept halt im Allgemeinen sehr schlüssig und sehr angenehm. Was halt alles weitere kommt, werden wir sehen, finde ich. Ja, alles klar. Passt. Also, ne, wie gesagt, nach wie vor, wir sind ja super transparent, aber auch gerne Bock, nochmal ein AMA zu machen. Ich weiß, dass wir da ja in vielen Bereichen halt echt Informationen lecken und das wird sich jetzt auch ja in der Zukunft immer weiter rauskristallisieren, was da im Detail geplant ist. Ich glaube, ihr merkt, wir haben viele Konzepte, hinter vielen Konzepten sehr, sehr viele Gedanken und man wird es jetzt aber auch nicht alles irgendwie auf einen so einen Haufen irgendwie rausklatschen, sondern das auch irgendwie ja sich organisch halt entwickeln lassen und ja, mit jedem Meilenstein können wir halt besser ja auch präsentieren, wie dieses ganze Konzept halt funktioniert. Es ist auch momentan, weil wir wie gesagt eigentlich nur uns auf die Core-Game-Mechaniken fixieren und fixieren wollen, sehr viel was im Hintergrund schwebt, was eigentlich wirklich noch nicht relevant halt ist, aber Leute eben nachfragen, deshalb wie gesagt, ich bin auch gerne bereit halt zu teilen und man merkt ja auch, ne, wir haben da viele, viele Sachen, die auch auf einer Metaebene halt dahinter stecken. Ja, ganz stumpf ist es momentan nicht so relevant. Also wir wollen einfach jetzt wirklich dieses geile Game halt einfach schaffen und klar, ne, es gibt auch immer das Metagame und den Handel und so weiter und es ist wichtig, dass man da Konzepte halt hat, die haben wir auf jeden Fall und kann man mich, wie gesagt, auch immer gerne dazu ausfragen und ich teile das auch, aber ja, wir würden uns wünschen, jetzt in den nächsten Monaten einfach natürlich uns auf das Crate Opening halt zu fokussieren, ne, dass wir nicht mal die Karten in der Hand halten können, auch da halt. Ne, ich meine, wir haben noch keine Card Collection halt gerade zur Verfügung gestellt, obwohl die Karten ja schon da sind. So, das sind so die Sachen, wo wir jetzt eigentlich eher mehr Informationen halt auch nach außen tragen wollen und auch endlich mal Spielern was in die Hand geben können. Und gerade auch dieser ja, dieser Aspekt so, wie sieht denn jetzt mal so eine komplette Game Loop halt irgendwie aus? Das ist halt wirklich unser Fokus für die nächsten Monate da auch, ja, mehr Klarheit halt zu schaffen und das halt auch gut zu visualisieren, dass man auch bevor man spielen kann, jetzt wenigstens schon mal weiß, okay, wie sieht das Ganze eigentlich aus? Ist ja dann doch nochmal was anderes als nur in verbaler Form und ja, einfach die Karten endlich mal zu haben. Mega Sache. Also, dann bedanke ich mich nochmal im Namen von uns allen bei dir, gell? Und echt super Sache, dass du das so spontan mit uns jetzt alles gemacht hast. Ja, immer gerne. Ich feiere es mega und ja, fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an, mit ein paar guten Freunden einfach so am Stammtisch zu sitzen und so ein bisschen ja, zu philosophieren, was man so macht. Und finde es auch ja, finde es einfach geil, dass ihr schon so großes Interesse halt auch an dem Spiel habt und es so feiert, ja, gerade obwohl wir noch so früh sind und es ist einfach geil halt, dass ihr so Teil der Community halt seid und gerade jetzt auch im deutschen Raum, ja, es ist irgendwie, ja, es ist auch irgendwie ein Privileg, mal irgendwie, ich meine, wir sind nicht nur Deutsche im Team, aber halt viele und irgendwie mal Game Made in Germany halt irgendwie so zu haben. Kennen nicht wirklich viele. Deshalb, ja, auch coole Community, die ihr einfach aufbaut. Und ja, ich glaube, da werden noch lustige Sachen folgen. Ja, definitiv. So, also da beende ich mal hier dann quasi die Sprachaufnahme. Natürlich könnt ihr noch bleiben, wenn ihr wollt. Aber ja, merci im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich auch. Jo, danke euch. So, danke an alle, die dabei waren. Falls du Fragen für das nächste AMA hast, schreib gerne einen Kommentar unter das Video oder tritt der Crypto Games Deutschland Community bei. Falls du dir auch ein paar Packs sichern willst, verlinke ich dir alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.